In dieser Folge möchte ich mich einmal aus dem Off melden. Bislang waren wir bei unseren Marokko-Besuchen ja immer relativ langsam unterwegs. Das heißt, entweder mit dem Deutz oder mit dem Land Rover. Tagesetappen von mehr als 200-250 Kilometer waren dann eher die Ausnahme. Mit dem Motorrad gestaltet sich das natürlich anders, gerade weil man nicht hinter irgendwelchen Schildkröten hinterherkriechen muss. Da gegen 19 Uhr immer die Sonne unterging, wollte ich bis dahin von der Straße runter sein. Das hieß im Umkehrschluss, ich habe mir keine festen Etappenziele gesetzt, sondern geguckt, wie weit komme ich und gibt es in der Nähe irgendwo eine Ansiedlung, wo ich A. Campingplatz oder B. irgendwie ein Hotel oder ein Zimmer finden. Erstes Tagesziel war Khénifra. Wenn dann noch Zeit ist, Richtung Imichil. Vielleicht sogar bis Agudal. Von hier aus gabelt sich dann der Weg zwischen der Todra und der Tartusschlucht auf. Ab Khénifra ging es dann in den direkten Einstieg ins Atlasgebirge. Auf ca. 50 Kilometer geht es dann konstant bergauf Richtung Imichil auf 2200 Meter. Ab dann geht es weiter in den hohen Atlas und man ist konstant auf 2300-2400 Meter Höhe. Bis man dann den Pass Tizin Tirher Husin überquert, der 2709 Meter hat. Hier wollte ich auf keinen Fall übernachten, weil die meisten Hotels haben hier nämlich keine Heizung und dann wird's nachts doch schon ziemlich frisch. Jo, ich habe jetzt die ersten 200 Kilometer von Meknes aus geschafft. Das sind noch knappe 100 bis zu meinem Tagesziel. Dann bin ich oberhalb der Dardes und der Todra-Schlucht. Und dann mal gucken. Ich habe da nichts vor. Später.